Subaru und Emilia küssen sich endlich. Hallo und danke fürs Einschalten zu meinem Review von Rezero Kara Hakimeru Isekai Saketsu, Episode 40. Otto Sven Shinjiro Ryu. Bevor ich anfange, wie immer, ich habe auch Patreon. Link ist unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für jede Unterstützung. Wirklich, diese Episode hat mit meinen Gefühlen gespielt. Auf vielen Ebenen, weil ich hätte mir mal gleich von Anfang an nicht gedacht, dass Otto so verdammt vorbereitet gekommen ist. Eben mit dem Weglaufen, dass dann später Ram kommt, die Zörderkäfer auftauchen. Was mich wirklich überrascht hat, weil mein erster Gedanke war hier mit diesen Zörderkäfern, was wollen sie gegen Garfield ausrichten und wie hat er es geschafft, dass die da einfach so bleiben? Weil mein erster Gedanke war so, okay, er kann mit Tieren reden und hat dann einfach gesagt so, yo, kommt's mal her, ich hab dann einen Feind, bitte haltet es denn auf und ihr kennt mich zwar nicht und so, aber ja, ihr könnt jetzt selber drauf gehen, passt das eh? Und die so, yo, geht schon, mach mal. Das ist halt schon ein bisschen komisch, ich weiß nicht, gibt's da eine Erklärung, warum die Tiere ihm alle so extrem vertrauen, obwohl sie ihn gar nicht kennen, was vielleicht in der Light oder in einem Webnumber vorkam, aber hier untergegangen ist? Falls es irgendwas weiteres gibt, gerne ab nach unten in die Kommentarsektion und wenn du dann schon vorbeikommst, kannst du gerne wie immer noch eine Bewertung da lassen. Arigato. Und ich muss sagen, am Anfang war ich mit Ottos Background Story so, dass die kam eher, ja, so negativ eingestellt. Also ich dachte mir einfach nur, okay, warum jetzt Otto, muss das sein? Können wir ein bisschen vorspulen und zur Gegenwart zurückkehren? Aber je mehr sich das Ganze entwickelt hat, desto besser fand ich es ehrlich gesagt. Und auch dieses, ich nenne es jetzt mal mehr so, ja, orientalische Setting basierend auf den Kleidern war auch ganz interessant. Hat man so noch nicht gesehen, das hatte schon was. Und man versteht jetzt auch endlich mit allem, was Otto durchgemacht hat, warum er so sich gegenüber Subaru verhaltet, wie er es tut. Weil er hat dann gesagt, am Ende von dem Flashback, dass er selbst nur dann weint, wenn er neu geboren wurde. Und er hat im Endeffekt nur dreimal in seinem Leben geweint. Nämlich das erste Mal, wo er geboren wurde, das zweite Mal, wo er die Liebe von seinen Eltern erfahren hat und eben das dritte Mal, wo er dem Tod entkommen ist, dank dem Bosskind aka Subaru. Und deshalb verhaltet sich Otto auch so, wie er es getan hat. Deshalb ist er Subaru gegenüber so loyal. Und es macht jetzt auch Sinn. Und ehrlich gesagt hat sich dadurch, dank diesem ganzen Flashback und alles, was man so gesehen hat mit Otto, auch meine Zweifel komplett gelegt gegenüber ihm. Weil es jetzt einfach Sinn macht, warum er so drauf ist, wie er drauf ist. Die einzige Sorge, die ich hatte und noch immer habe, in einigen Fällen, sowohl bei Otto als auch später bei Ram, war, oh Gott, hoffentlich passiert jetzt nichts Schlimmes und Subaru muss resetten, weil das wäre halt echt bitter. Aber so wie es aussieht, ist ja alles halbwegs gut gelaufen. Weil in der letzten Sekunde ist dann Ram aufgetaucht und hat Garfield ordentlich fertig machen können, was ich mir nicht gedacht hätte. Vor allem, und das war dann wirklich der wirklich lustige Moment, wo sie einfach Garfield in seiner, ja, Katzenform, ich nenne es mal so, in seiner Garfield-Form, da einfach so, ja, in die Fresse geboxt hat und das nicht nur einmal. Das war so, jo, was geht? Das war wirklich so echt mega nice. Das war, habe ich jetzt die richtige Serie aufgedreht? Das wurde so mega geil rübergebracht. Davon würde ich gerne mehr sehen. Ich hoffe halt wirklich nur, dass beide überlebt haben, weil am Ende sieht man nur Garfield, als Subaru und Emilia aus der Prüfung rauskommen. Und das kann was Gutes heißen, muss es aber nicht. Ich mache mir auf jeden Fall Sorgen, vor allem, weil man hier auch merkt, dass Ram eigentlich sowohl einiges von Subaru haltet, wobei sich beide einig sind, wahrscheinlich alle drei sogar, dass er eigentlich sonst nichts drauf hat, außer Zahnbelag. Aber immerhin ist Ram der Meinung, dass er extrem gutes Timing hat. Er ist ein Kerl mit gutem Timing. Und da dachte ich mir schon so, ja, eigentlich hat sie verdammt recht. Also, sie kennen halt die ganzen Loops nicht, die er durchgemacht hat. Vor allem jetzt noch mit den ganzen eingepflanzten Erinnerungen wirkt es halt noch spektakulärer. Aber so im Großen und Ganzen hat sie recht. Und das habe ich so noch gar nicht betrachtet. Nun reden wir mal über den zweiten Teil der Episode, weil die wurde ja gesplittet, sozusagen. Denn Subaru redet dann mit Emilia und macht diese Liebeserklärung. Was mich wirklich an Episode 18 erinnert hat, von Season 1,
nur dass ihre Rollen vertauscht waren. Subaru war hier Rem und Emilia war Subaru. Und diese Erklärung, diese Liebeserklärung hat für mich schon, es war eine Achterbahn. Am Anfang war es halt wirklich herzergreifend, weil Subaru immer, ich liebe dich, auch wenn du Fehler hast. Und das ist vollkommen in Ordnung. Aber als dann Emilia plötzlich wütend wurde, dann war es so, wow, oh mein Gott, geht das jetzt komplett in die falsche Richtung und wir haben wieder so eine Julius-Aktion. Das war so meine ehrlich größte Sorge, dass wieder sowas kommt. Und dann hat es wieder umgeschwungen in eine andere Richtung, was teilweise lustig war an manchen Stellen. Und dann kam eben der Kuss, wo ich mir nur dachte, so, yay, endlich, endlich mal. Ich habe das ja im letzten Review angesprochen, dass ich mir das wünschen würde. Und jetzt ist es offiziell und ich bin mega happy. Also, bisschen traurig für Rem, aber hey, Subaru war ja schon die ganze Zeit, oder zumindest einen Teil der Zeit, für beide Teams. Vielleicht geht da ja noch was. Ich bin auf jeden Fall noch guter Hoffnung. Aber diese Erklärung war wirklich, die war extrem nett. Vor allem, man muss Emilia auch verstehen, und das kann ich auch. Ich kann beide Seiten verstehen, wobei man auch dazu sagen muss, wie Emilia auch sagt, was Subaru so geäußert hat, war schon recht egoistisch und ich muss sagen auch oberflächlich, eigentlich. Gut, so lange kennt er sie glaube ich noch gar nicht. Wobei, wenn man die ganzen Loops mitzählt, er hätte auch andere Sachen aufzählen können, aber klar. Wenn man da bedenkt, dass Emilia, auch was ihr Äußeres angeht, ihre starken Unsicherheiten hat, weil sie eine Halbelfe ist, kann man das durchaus bringen, das war sicherlich keine schlechte Idee. Aber eben, ich kann Emilia auch verstehen, weil für sie sind Versprechen als Geisterwesenbeschwörerin extrem wichtig und Pack hat sie betrogen und Subaru hat sie betrogen und sie hat obendrauf noch all die Erinnerungen, die sie vergessen hat, die mit dem Pakt mit Pack, ja, einfach verschlossen wurden und alles kommt jetzt hoch und sie weiß nicht, was sie tun soll und sie hat die Leute vor sich, die sie angelogen haben und Subaru war weg und er kann ihr wieder nicht sagen, warum. Gut, in dem Fall hat es nichts mit seiner Fähigkeit zu tun, dass er wiederkommt, wenn er stirbt, sondern es würde ihm wahrscheinlich extrem schwer fallen, da zu sagen, ja, ich habe mit Roswell eine Wette abgeschlossen, weil er ist Übeltäter von allen, das würde nicht glatt laufen, das könnte er so nicht. Und ich hoffe, Emilia versteht das auch wenn es wieder viel von ihr verlangt. Und Subaru tut auch sein Bestes und ich fand auch diese nette Erinnerung an Episode, ich glaube 29 war es, das war Episode 4 der zweiten Staffel, eben mit seiner Mutter die Unterhaltung, die er da geführt hat in der ersten Prüfung und bestanden hat. Und dann ist ihm das eingefallen, was seine Mutter gesagt hat, dass das Ende das wirklich Wichtige ist. Und das hat er dann auch wirklich gut versucht, Emilia weiterzugeben. Und ich denke mal, das hat gut funktioniert. Wobei ich glaube, so ganz ist Emilia wahrscheinlich noch nicht überzeugt. Aber Subaru hat er selbst gemeint, er kann warten. Das war ja in Episode 25 am Ende. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir da in der nächsten Folge dann mehr sehen, wie es jetzt weitergeht und was der genaue Plan ist, den er da mit Otto sich ausgedacht hat. Und wie er genau alle retten will. Weil, was im Endeffekt ja jetzt ist, sofern ich das richtig interpretiert habe, jetzt ist Emilia gestärkt und schafft wahrscheinlich die Prüfung an diesem Abend. Somit hat Subaru Zeit, sich um Elsa zu kümmern. Um das, was in der Menschen vor sich geht. Ich meine, die ganze Sache mit Garfield ist noch offen. Keine Ahnung, inwiefern der jetzt ruhend gestellt wurde. Das ist halt die große Frage, was jetzt hier offen ist. Aber ich stelle es mir halt so vor, Emilia schafft die Prüfung jetzt an dem Abend. Subaru macht sich dabei den Weg zur Menschen. Geht so schnell wie es geht. Nimmt alle, die dort sind. Geht zu Beatrice ins Zimmer, in die Bibliothek. Und überzeugt sie davon, dass sie alle, inklusive ihr selber, teleportiert zu Sanctuary. Dann sind alle in Sanctuary und Elsa und Co. haben kein Target mehr. Das wäre, denke ich mal, der große Plan, zumindest würde ich mir das jetzt so vorstellen. Weil Elsa fängt erst dann an, im Endeffekt in 3 Tagen, wie der Roswell auch gesagt hat. Aber wenn früher was kommt, dann fängt sie früher an. Aber wenn das dann wirklich alles in Windeseile passiert, dass sich Sachen in der Menschen tun, dann würde sie zwar was machen, aber sie hätte nicht mehr genügend Zeit. Weil sie müsste ja mal alle Räume einfach aufmachen, um überhaupt zu Beatrice zu gelangen. Natürlich müsste Subaru sie vorher überzeugen, dass er die Person ist. Oder er sagte einfach das, was er von Echidna gehört hat. Dass sie sich selber entscheiden kann, wer diese Person ist. Aber ob das so eine gute Idee ist und ob Subaru wirklich so viel Zeit hat, das glaube ich halt weniger. Aber wir werden es hoffentlich in der nächsten Folge sehen. Weil erst die Übeltäter ist Emilia wahrscheinlich noch nicht überzeugt, dass sich Sachen auf der Menschen tun. Man muss erwähnen dazu, dass ja Emilia, dass ich mir das wünschen würde. Und es ist jetzt offiziell. Was mich wirklich eine. Und ja, nun.
je mehr sich das Ganze entwickelt hat und entwickelt hat, eben das eine Mal, wo die Liebe von seiner Familie und alles, was man so... Okay, das war's mit dem Review. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben und einen Abo da. Glocke drücken nicht vergessen. Ich habe auch noch einen Patreon-Account. Link ist unten in der Videobeschreibung, falls du mich dort ebenfalls unterstützen möchtest. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.